was du hast Redeverbot. Ja, sehr dringend. Das ist meine Tochter. Ich bin hier heute in offizieller Mission. Ich mache ein YouTube-Video, weil ich auch gerne Penis und Pimmel angucke. Und mit der Weinhaus zusammen. Mit meiner Tochter Weinhaus. Und ich liebe das Folsom. Das Folsom ist deshalb so toll, weil hier die schwule Welt zeigt, wie frei und wie toll wir sind und dass wir einfach uns auch mit so Sachen auf die Straße trauen dürfen und weil wir halt anders sind als die Heteros und das feiern wir heute und das liebe ich. Und es ist dass man hier frei ist und es ist unprätentiös und dass die schwule Welt ist toll. Manchmal auch anstrengend, aber heute feiern wir das, oder? Und wild, das ist sehr gut. Ja. Gut. Happy Folsom. Ciao. Berlin. Folsom 2018. Die Fetischwelt trifft sich heute zum 15. Mal in Folge in Berlin. 2003 wurde der Verein Folsom Europe e.V. mit Sitz in Berlin gegründet. Folsom Europe ist ein schwul-lesbisches Straßenfest der Leder- und Fetischszene. Heute wird gezeigt, vorgeführt, angemacht, gefeiert und Freundschaften geschlossen. Folsom sorgt aber auch für Diskussionen. Nicht jeder mag es, wenn Sexualität so offen zur Schau gestellt wird. So, genug geredet und wir schauen uns mal ein wenig um. Happy Folsom 2018. Viel Spaß! Folsom 2018, neben mir die bezaubernde Gabi. Gabi, Folsom 2018, deine Impressionen und vielleicht auch neue Ideen? Neue Ideen finde ich schwierig zu sagen, weil ich muss gestehen, dass ich jetzt so intensiv die letzten beiden Jahre erstmal wieder auf der Folsom war, davor lange Zeit nicht. Ich finde es immer wieder einfach ein schönes Straßenfest, weil es anders als viele anderen Straßenfeste eben nicht darum geht, zu saufen und auf die Kacke zu hauen, sondern wirklich sich untereinander zu zeigen, zu sehen, zu treffen, wieder zu treffen und sich auch neuem gegenüber zu öffnen. Also ich habe gerade eben ein tolles Gespräch geführt mit einer Frau, die das erste Mal überhaupt in der Fetischszene unterwegs ist. Weil ganz ehrlich, wer geht schon freiwillig in die Fetischszene, wenn er nur mal fragen will, warum trägst du gerne Gummi? Dafür geht man nicht in den Fetischclub. Und dass hier die Möglichkeit besteht und dass es hier Menschen gibt, die ihr auch ihre Fragen beantwortet haben, das finde ich ganz großartig. Und dafür liebe ich die Folsom und bin sehr froh, jedes Jahr, also ab sofort auch wieder jedes Jahr mit dabei zu sein. Mir ist aufgefallen, es gibt immer mehr Frauen. Die Frauen haben sich jetzt auch mittlerweile etabliert. Vor zwei oder ein Jahr waren es weniger. Also ist es jetzt auch bei den Frauen angekommen? Also es ist immer noch schwierig. Es gibt schon seit längerem eine Frauen-Lesben-Trans-BDSM-Konferenz parallel zur Folsom. Mit unterschiedlichen Veranstaltungen, die auch ins Folsom-Programm mit integriert sind. Es wird immer ein Unterschied bleiben, weil ein Mann oder ein Mensch, der als männlich wahrgenommen wird, der sich in Fetischklamotten schmeißt, potenziert seine Männlichkeit nach außen hin. Eine Frau, die sich in Fetischklamotten schmeißt, sexualisiert ihren Körper. Zumindest wird es so wahrgenommen in der breiten Masse der Bevölkerung. Das heißt, während ein Kerl in Fetischklamotten eher als Schläger vielleicht wahrgenommen wird, wird eine Frau in Fetischklamotten, ich möchte die schlimmen Worte nicht aussprechen, aber im besten Fall als Domina wahrgenommen, wahrscheinlich eher als Schlimmeres. Das macht es für Frauen ganz schwierig, in ihren Fetischklamotten in die Öffentlichkeit zu gehen. Die müssen einfach viel mehr Mut haben oder einen geschützteren Rahmen noch haben. Und deshalb wird es, glaube ich, noch eine ganze Zeit dauern, bis es da wirklich eine Gleichberechtigung gibt. Mal ganz abgesehen davon, dass es immer noch ein paar Schwule gibt, die irgendwie keinen mehr hochbekommen, solange sie irgendwie nur dran denken, es könnte eine Frau anwesend sein. Also Frauen welcome. Ja, bitte. Also es ist keine schwule Fetischveranstaltung, es ist eine Fetischveranstaltung. Und Fetisch ist für alle offen. Für alle Geschlechter, für alle Nationalitäten, für alle, wir haben hier sehr schön, wo war's? Da.
Auch glitzernde Einhörner können Fetisch sein. Und wenn ihr auf die Partys geht, denkt drüber nach. Es gibt 3 gute Safer-Sex-Möglichkeiten für die HIV-Positiven. Lasst euch testen und nehmt eure Medikamente, damit ihr unter Nachweisgrenze seid. Für die HIV-Negativen entweder Kondome oder die PrEP. Wir haben sie mittlerweile. Und wenn wir daran arbeiten, wir haben die Chance, AIDS oder zumindest die Infektionswege einzudämmen. Wenn ihr heute Abend rumvögelt, macht euch ein paar Gedanken drum. Und falls ihr noch Fragen habt, fragt einfach in der AIDS-Hilfe nach. Klasse und sehr, sehr wichtig. I don't know what to say. Volunteer,
das ist mein sechstes Jahr in der Folsom Europe. Ja, ich komme aus Kanada, ich wohne in Berlin.